Herr Professor Babarowski, wenn man Sie fragt, für welche drei Dinge steht Angela Merkel als Politikerin ohne Wenn und Aber ein? Was fällt Ihnen dazu ein? Mir fällt dazu ein, dass sie erstens keine Überzeugung hat. Mir fällt dazu ein, dass sie keine Prinzipien hat und dass man sich darauf verlassen kann, dass sie nichts entscheidet. Nichts hat unsere Gesellschaft so politisiert in den letzten 12 oder 18 Monaten wie die Entscheidung Merkel zur Flüchtlingspolitik. Glauben Sie, dass die wesentlichen Folgen dieser Politik der offenen Grenzen in irgendeiner Folge reparabel sind, dass man also praktisch den Zustand von Rechtmäßigkeit wiederherstellen kann, dass diejenigen Menschen in Deutschland Asyl bekommen, die einen Anspruch darauf haben, und die, die keinen Rechtsanspruch haben, das Land wieder verlassen? Oder werden wir uns auf etwas völlig anderes einrichten müssen, und wenn nur aus Gründen der angeblichen Praktikabilität und Machbarkeit? Ich glaube nicht, dass die Bundesregierung das Asylrecht verändern wird. Und das wird bedeuten, dass faktisch all diejenigen, die keinen Anspruch auf Asyl haben, trotzdem bleiben werden. Und man uns sagen wird, dass es keine andere praktikable Lösung gibt. Ich glaube aber, dass man einen solchen Zustand vielleicht noch 2, 3 oder 4 Jahre fortsetzen kann, dann aber irgendwann eine Situation eintritt, die souverän vor die Entscheidung stellt, entweder den Staat aufzugeben oder eine Entscheidung zu treffen und das Asylrecht und die Einwanderungspolitik grundsätzlich umzustellen. Wenn das nicht passiert, dann glaube ich, werden wir in einigen Jahren nicht nur eine Staatskrise, sondern einen Staatszerfall haben. Diese Erosion des staatlichen Gewaltmonopols als Teilaspekt dieser Frage findet ja nicht nur im Großen statt, sondern auch, wie man hier in Berlin gerade in der letzten oder vorletzten Woche lesen konnte, im Kleinen. Es gibt ja nämlich einen Programm des Bezirks Friedrichshain, in dem der Görlitzer Park liegt, wo harte Drogen verkauft werden, wo ein hohes Maß an Gewaltkriminalität stattfindet. Und ich will das nochmal kurz ablesen, weil ich es mir aufgeschrieben habe. Da wird jetzt eine Art Dealerschutzprogramm entwickelt. Flyer in der Heimatsprache der Drogenhändler werden ausgeteilt. Man möge Rücksicht auf die Familien nehmen beim Verkauf von illegalen Drogen. Es soll eine kostenlose Rechtsberatung geben und keine Razzien, da diese bedrohlich auf die Kriminellen wirken würden. Welches Signal sendet das? Es sendet das Signal an Kriminelle, dass sie tun dürfen, was sie wollen, dass erlaubt ist, was sie tun. Es sendet das Signal aus, dass bestimmte Gruppen der Gesellschaft tun dürfen, was anderen verboten ist. Und es sendet das Signal aus, dass man 3 Straßen weiter nicht mehr tun kann, was im Görlitzer Park erlaubt ist. Und wenn man das tut, wenn man eine solche Situation schafft, dann schwindet das Vertrauen zum Rechtsstaat beim Bürger. Das ist genau das, was passieren wird. Glauben Sie, dass in Deutschland eine Kriminalitätsbekämpfung möglich oder denkbar wäre, wie sie in New York stattgefunden hat, unter Giuliani als Bürgermeister und Bratton als Polizeichef? Was Giuliani gemacht hat, war großartig. Und ich glaube, das konnte nur gelingen, weil die Situation so verheerend und so schlimm war, dass die Bürger sie nicht mehr hinnehmen wollten. Ich glaube auch, dass das in Deutschland kommen wird, wenn eines Tages Bürger nicht mehr ertragen können, was sich auf den Straßen abspielt. Dann muss sozusagen das staatliche Gewaltmonopol mit Gewalt durchgesetzt werden. Am Ende geht es darum, wer über den Ausnahmezustand entscheidet. Und das muss der Souverän tun. Wenn es um den, hier meine ich, gerechtfertigten Einsatz von Polizeigewalt geht gegen Kriminelle oder wenn es auch um den Einsatz der Bundeswehr im Ausland geht, das heißt, wenn die Bundeswehr als Parlamentsarmee durch einen Parlamentsbeschluss in einen Krieg zieht, also Gewalt anwendet, um beispielsweise fundamentale Werte unseres Gemeinwesens zu verteidigen, dann setzt das eine gewisse gesellschaftliche Grundhaltung und einen gewissen Konsens voraus. Glauben Sie, dass diese Bereitschaft in der deutschen Bevölkerung aktuell überhaupt noch vorhanden ist? Wie gesagt, ganz streng unter den Voraussetzungen, den verfassungsmäßigen Voraussetzungen, die ich formuliert habe. Ich glaube nicht, dass die vorhanden ist, weil wenige Menschen verstehen, was die Bundeswehr in Afghanistan soll und warum sie in Konflikten intervenieren soll, die jetzt aktuell die Bundesrepublik und ihre Innenpolitik nicht berühren. Das ist ja immer ein Problem, dass man Armeen in Regionen nur schicken kann, in einer demokratischen Öffentlichkeit, wenn es dafür einen Rückhalt gibt. Der Rückhalt wird umso geringer sein, je weiter diese Regionen von den Problemen entfernt sind, mit denen man konfrontiert ist. Und deshalb glaube ich, dass es in Deutschland dafür kein großes Verständnis geben wird und dass das auch so bleiben wird. Herr Professor Babarowski, vielen Dank für dieses Gespräch. Danke Ihnen.